Es geht endlich los. Freitagabend am 4.28 Uhr gegen die Stuttgarter Kickers. Wir freuen uns alle sehr auf diesen Auftakt. Vielleicht von dir nochmal ein kleiner Rückblick auf die Vorbereitung. Wie ist alles gelaufen? Bist du zufrieden? Und wie blickst du auf die bisherige Trainingswoche zurück? Ja, erstmal sind wir schon zufrieden, wie die Vorbereitung gelaufen ist. Es gibt immer Sachen, die sehr positiv sind. Es gibt halt auch Sachen, die weniger gut sind. Und wir haben eigentlich von allen so ein bisschen auch gehabt. Das ist in so einer Vorbereitung, glaube ich, auch ganz gut, dass nicht immer alles rosig läuft, dass du viele Anhaltspunkte hast, wo du schon mal halt auch, ja, so reingrätschen kannst, hast du gute Ansätze, um unser Spiel halt einfach auch nochmal zu verändern. Dafür hatten wir gute Gegner. Hatten auch die Möglichkeit, ja, auch das Münsterspiel, das macht mir jetzt keine Sorgen, dass wir da eigentlich auch deutlich verloren haben. Gibt immer Gründe für so ein Spiel, warum, wieso, weshalb es so gelaufen ist. Ich glaube, so eine Generalprobe muss nicht perfekt sein. Es muss am Wochenende, am Freitag gegen Stuttgart perfekt sein. Und da bin ich guten Mutes. Die Trainingswoche, die du gerade angesprochen hast, fand ich sehr gut. Ja, dann auch wieder sehr akribisch gewesen, die Jungs, hat man schon gemerkt nach dem Münsterspiel, ne, dass das schon auch so ein bisschen an den Jungs genagt hat. Aber das war jetzt wirklich eine gute Woche und jetzt freuen wir uns halt auch endlich am Freitag mit dem Heimspiel starten zu können. Ich glaube gegen keinen normalen Aufsteiger, ich glaube auch die Stuttgarter Kickers, eine Mannschaft, die ambitioniert sind, wie gesagt, kein normaler Aufsteiger, sondern schon eine ambitionierte Mannschaft, die halt auch in dieser Liga, denke ich, in Wörtchen mitreden wird. Und wir haben sie jetzt zweimal auch beobachtet im Pokalspiel, wir haben sie gegen Freiburg gesehen und ja, ich denke, dass wir alle Informationen jetzt erstmal so haben und auch in eine Saison reinstarten zu können. Und von daher freuen wir uns auf eine tolle Kulisse am Freitag und dass es endlich losgeht. Wir freuen uns auch sehr drauf, schon knapp 3000 Dauerkarten verkauft worden, über 3100 Tageskarten jetzt im Vorverkauf an die Fans über den Tresen gegangen. Da freuen wir uns auf ein, ja, volles Haus. Du erlebst jetzt mit deinem Trainerteam die Spieler fast täglich. Was macht die Grundstimmung? Wie ist die Fitness? Sind alle gut drauf? Ich glaube, wir haben eine richtig gute Grundstimmung. Sehr positiv bei uns halt auch. Selbst wenn es mal ein bisschen lauter wird, halt auch, wenn man mal ein bisschen energischer ist in gewissen Sachen, muss ich sagen, macht das im Moment richtig Spaß. Auch so die Zusammenarbeit macht Spaß einfach. Wichtig ist, glaube ich, wie man untereinander immer umgeht. Und das hat da immer was damit zu tun, mit viel Respekt, viel Menschlichkeit, aber trotzdem halt auch mal den Finger in die Wunde zu legen, dass die Jungs auch wissen, wie wir damit umgehen, wie wir ticken. Die Jungs wissen bei mir, ich hasse es zu verlieren und wenn wir verlieren, dann habe ich schlechte Laune, aber nicht, wenn wir alles gegeben haben. Es gibt auch Spiele, da wird auch mal ein Gegner vielleicht besser sein. Mir ist es wichtig, dass wir aber halt als Mannschaft, als Team alles raushauen, was geht, und ich glaube, das wird auch von den Fans dann honoriert. Wenn du genau das machst, dann darf man auch Spiele verlieren. Ich hasse es genau, wenn du das nicht machst und vielleicht nur mit 50% in so ein Spiel reingehst und denkst, das geht Larifari irgendwie, das funktioniert schon. Das hasse ich für die Pest. Und da müssen wir gucken, dass wir als Kickers Offenbach halt auch über 90 Minuten eine Truppe auf dem Platz haben, die fighten, die kämpfen, die alles in so ein Spiel reinlegen. Und wenn wir das tun, weiß ich auch, dass wir erfolgreich spielen werden. Du hast vorhin die Trainingswoche schon kurz angesprochen. Habt ihr denn im Trainerteam schon das passende Konzept für Freitagabend gefunden? Ja, kannst du mich am Freitag nach dem Spiel nochmal fragen, ob es dann auch das richtige Konzept war. Ich glaube, wichtig ist jetzt halt mal so die ersten Elf zu finden. So nach unserem Gefühl, die es jetzt in der Vorbereitung nicht nur am besten gemacht haben, sondern eher die Elf zu finden, die als Mannschaft am besten harmonieren und das funktioniert. Das ist uns halt auch nochmal wichtig. Und ich glaube, dass wir da gut vorbereitet sein werden. Und du musst halt auch nicht immer nur komplett auf den Gegner gucken, sondern halt auch viel dein eigenes Spiel halt auch durchdrücken und gucken, dass du so gefestigt auf dem Platz bist, dass du deine Abläufe perfekt hinkriegst. Mit den Stuttgarter Kickers kommt kein normaler Aufsteiger zu uns in den Biberer Berg, auch ein sehr traditionsreicher Verein, der gut aufgestiegen ist in der letzten Saison. Was können wir vom Gegner erwarten? Ihr habt sie beobachtet. Wie glaubt ihr, werden sie hier gegen uns spielen? Ja, ich glaube, es ist immer schwer, gegen Aufsteiger zu spielen. Vor allen Dingen dann halt auch, wie wir es jetzt schon mehrmals betont haben, kein normaler Aufsteiger, sondern schon ambitioniert, auch die auch mit vielen Fans, denke ich, hier nach Offenbach kommen werden. Und
Meistens ist es so, wenn du aufsteigst, dann bist du gefestigt als Mannschaft, du hast eine positive Grundstimmung, du hast gewisse Abläufe, die du gefestigt hast, Automatismen aufgebaut hast. Und logischerweise hast du dann halt auch immer diese Möglichkeit, deinen Kader so zu ergänzen, dass du dich verbessern kannst, weil du als Mannschaft schon gefestigt bist. Diesen Weg sind wir leider noch nicht gegangen, sondern da müssen wir als Mannschaft auch erst hinkommen. Und deswegen erwarte ich schon einen sehr starken Gegner, ein Spiel auf Augenhöhe. Und da wird sich dann halt auch zeigen, wie gut die Vorbereitung war, wie gut wir dann auch schon sind. Aber ich glaube, um immer perfekter zu werden, brauchst du schon noch das ein oder andere Spiel einfach. Aber jetzt geht es mal in die Saison reinzukommen, den ersten Dreier zu holen. Ne, der erste Dreier ist immer der schwerste. Und dann, ja, wenn du in der Saison drin bist, kommen viele Dinge von alleine. Christian, wir danken dir für deine Einschätzung und freuen uns alle sehr auf Freitagabend. Danke.